Hallo zusammen, heute geht es um den Titelsong unserer letzten Platte, The Grand Illusion. Und ja, wie immer, Gitarrenstimmung zuerst. Bei mir ist es einmal ein B, ein Fis, ein B, ein Fis, ein B und ein Cis. Genau, das ist so die Grundstimmung mit der Twangmeister hier gespielt, auch im Studio. Dann gibt es bei mir insgesamt, ich glaube, vier verschiedene Sounds. Einmal der Clean Sound in den Strophen. Zum Dengeln. Dann der Assi Sound, das ist der KMA Machines Worm, hauptsächlich zusammen wieder mit meinem Grundsound. Dann im Refrain spiele ich Box of Rock mit Zerre. Und so weiter und so fort. Dann gibt es den C-Part. Sehr atmosphärisch, ist dann wieder mit Delays, Big Sky hier wieder auf Cloud, Tape Delay. Genau, und der gleiche Sound dann nochmal mit mehr Verzerrung von Box of Rock für diesen Part mit den A-Chören. Das ist dann einfach noch diese Suppe hinten dran, aber im Prinzip sind da die ganze Zeit nur die Abschläge. Genau, das war's von meiner Seite. Dann Thomas. Bei mir ist das Tuning total ähnlich. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe oben was bei Christoph Cis ist, habe ich bei mir auf D getuned und ich kann mich ehrlich gesagt an den Grund nicht mehr erinnern. Ich glaube, weil ich diese Voicings oben mit einer Leerseite haben wollte. Also so ist das Tuning quasi entstanden, ist genau das gleiche, aber es wäre irgendwie geil, wenn oben eine Leerseite noch passen würde. Fertig. So, das Tuning also ist genau das gleiche, nur oben auf D statt auf Cis. Sounds sind bei mir, ich glaube, was hier speziell ist, Christoph hat dieses Mordswurmgerät und zu dem Fassteil gehe ich natürlich nicht jetzt noch hin und mache noch mehr Fass oder noch mehr. Ich versuche eigentlich so einen blechernden Sound eher zu machen, der irgendwie Attack hat oder so, damit sich das irgendwie ganz gut ergänzt und hier das Massaker von da drüben kommt und von mir noch irgendwie so Anstecker am Start sind. Also der schon irgendwie so bratzig ist oder so ein bisschen, der auf jeden Fall diese Anschläge noch hat. Wir können es ja mal ganz kurz zusammen spielen, oder? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Also dass sich quasi richtig das Massaker ergibt, aber wir trotzdem noch irgendwie ein bisschen Definition haben. Genau, ansonsten habe ich noch auch für den C-Teil so ein bisschen atmosphärischen Sound mit Timeline und Big Sky. Habe ich im Refrain, wo Christoph auch diese tiefen Dinge hat, habe ich hauptsächlich hohe Voicings quasi darüber. Genau, und was es noch gibt, ist, glaube ich, später im Refrain. Okay.